Hallo lieben, Sam Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, sind vielleicht neu, bist, schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Haben da gerade auch eine neue, also meine Ausbildung geht bald los, Einzel und Paar. Und ja, für die Liebeschippler hier, wir haben auch neue Meditationen live zur Adventszeit und überhaupt der Adventskalender ist auch draußen. Gut, ich beziehe mich jetzt mal auf die Folgen 8, 9, 10 und muss einfach weiter sagen, es wird auch immer schlimmer. Also ich finde, das kann man fast kaum im Fernsehen zeigen. Also meine klar zu, irgendwie so interessant. Also da ist wie so ein Autounfall, dem man so zugucken muss. Aber ich beziehe mich mal auf Mike und Michelle. Das ist einfach fucking unfassbar toxische Beziehung. Es ist so unfassbar toxisch, dass es schon wie so eine Karikatur ist. Also man kann das gar nicht glauben, dass das in echt passiert, dass es nicht irgendwie gespielt ist. Oder es ist einfach, also ich weiß gar nicht, was man sagen soll. Es ist einfach, es geht einfach so drüber raus. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ich finde es auch falsch, was ja teilweise passiert, wenn das dann so dargestellt wird. Ach ja, das weiß ich, die haben das Herz am rechten Fleck. Oder das ist ja alles netter Kerl. Oder ich weiß nicht was. Also was auch immer, wie er jetzt ist oder wie er zu Hause ist, was wir hier sehen, ist einfach unfassbar toxisch, grenzüberschreitend, ist aber auch von der Michelle, wie sie da das mitmacht und das auch noch auf so eine schräge Art scheinbar irgendwie auch cool findet. Es ist einfach so crazy, sieht man wirklich die Dynamik in so einem toxischen Paar und auch, dass auch der Pluspol einfach ja, auch ein Teil da mitspielt, weil er einfach nicht rausgeht und einfach denkt, es ist irgendwie cool oder es ist normal oder ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach so, also sowas 2021 noch im Fernsehen zu sehen ist, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also gut, ich, wie gesagt, reinschneiden will ich jetzt hier nichts, aber beziehe mich einfach nochmal ein paar Sachen, dass er wirklich da vor der Dusche steht teilweise und vorm Klo steht und wartet, bis sie fertig ist, also wirklich förmlich vorm Klo steht. Und mit ihr diskutiert, wann sie nun kommt und wann sie denn fertig ist, beziehungsweise warum sie es gewagt hat, gerade mit jemand anders zu sprechen, macht er sie total an irgendwie da. Unter der Dusche fängt er einen Streit an. Man sieht einfach, dass sie eigentlich, außer dass sie in dieser Beziehung ist, einfach nichts dazu tut. Einfach immer wieder, weiß nicht, da ins Kreuzfeuer von ihm gerät, den ganzen Tag gesagt kriegt, was sie machen sollen. Das ist so witzig, wenn er dann auf andere losgeht, wo er meint, was weiß ich, dann sprühen sich da Mückenspray ein am Tisch und dann sagt irgendjemand, boah, kannst du das mal woanders machen? Und dann sagt er halt so, na, niemand spricht so mit meiner Frau, niemand sagt ihr, was sie machen soll. Ja, außer er, hallo? Es ist wirklich so, oh, echt? Ja, und wie er da, also unter, wie gesagt, das, also das fand ich wirklich, es kommt einfach eine Szene nach der anderen, wie er da unter der Dusche sie fertig macht und man sieht auch, dass er einfach unter einer tierischen Spannung steht und auch wie anstrengend das ist in so einer toxischen Beziehung. Ich meine, wahrscheinlich ist es für den Mike auch auf so einer schräge Art anstrengend. Ich weiß es nicht, was er da für einen Film fährt, aber für Michelle auf jeden Fall. Ich meine, aber sie macht nichts. Also offensichtlich findet sie das gut. So ab und zu muckt sie mal ein bisschen auf, aber sowas zu sehen, so eine Frau, die sich da so reingibt und aufgibt und aus freien Stücken. Ja, da muss man auch sagen, also das hat sie auch Mitverantwortung, dass sie da drin ist. Das kann man nicht immer alles immer nur dem Bösen oder dem Täter. Also das sieht man hier, dass das einfach zu kurz greift. Das ist einfach ja, eine toxische Beziehung und ja, Stecker, Steckdose und beide spielen da ihre Rollen in diesem absurden Theaterstück und ja. Aber darüber hinaus, was war, glaube ich, jetzt in Folge 9, schreit er sie einfach so dermaßen an da in diesem, als sie da also wieder interviewt werden. Und ja, sorry, das ist einfach verbale Gewalt, muss man einfach sagen, wie es ist. Also, meine, was soll man dazu sagen? Also, dass das so unkommentiert, mehr oder weniger unkommentiert gezeigt wird, finde ich echt problematisch, muss ich sagen. Und das absolut Verrückteste war dann noch, dass er sie wirklich komplett anschreit. Also natürlich, ich meine, ich will es nicht, ach Gott, wir wollen das nicht relativieren. Natürlich kommt es vor, Menschen
schreien andere an, aber diese Art, wie er das macht, dieses aus dem Nichts, dieses, also diese Wut irgendwie, also ja, sorry, ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Und ja, dann geht er da raus und sagt wirklich 5 Minuten später, du bist da so aggressiv geworden beim Interview. Das ist einfach so crazy. Also, da weiß man gar nicht, das ist so verrückt und so krass. Also, aber guckt es euch mal an. Wie gesagt, jeder hat ja seinen Struggle und ich bin sicher, auf so eine schräge Art weiß er auch nicht, was er da macht und sie auch nicht. Also, jeder hat hier seinen verrückten Weg, aber man muss es einfach mal so nennen, was es ist. Es ist fucking toxisch. Es ist bis zum Anschlag so, ne? Und weiß ich nicht, anders kann man das einfach nicht sagen, so, ne? Wo ich mich ein bisschen revidieren muss, muss ich wirklich sagen, wenn mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die Jana Palaske. Dadurch habe ich schon gesagt, boah, also finde ich auch, ich finde die übertreiben da manchmal so mit ihrem Spirituellen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, wie man sich das so vorstellt, Walla-Walla-Kleider. Aber ich muss wirklich sagen, die hat echt Format und ich feiere sie wirklich dafür, wie sie eigentlich die Einzige ist, die ihm da wirklich entgegentritt und ihm mal Bescheid sagt irgendwie so und sagt, ey, sorry, das kannst du echt nicht machen, so, ne? Und das ist nicht in Ordnung. Und ich finde wirklich, wie sie versucht, da mit Nettigkeit, also man kann das ja irgendwie awkward finden oder so, wenn sie ihm dann so Blumen gibt, während sie ihn gleichzeitig wählt und sagt, und ich finde das aber wirklich rührend, wie sie sich da um Frieden bemüht, also muss ich wirklich sagen. Und aber das führt natürlich zu nichts so, ne? Das ist, ja, weil er es einfach abprallt an ihm, weil er einfach komplett im Ego ist. Man sieht auch, also man sieht wirklich das Ego pur da, ne? Das ist wirklich dieses Ego, was ständig kämpfen will, sich vergleichen will. Also entweder es hat gewonnen, dann ist es ganz oben auf, oder das Ego hat verloren, dann ist es ganz geknickt und gekränkt irgendwie. Und es geht immer nur ums Gewinnen, Verlieren, oben auf. Er überlegt die ganze Zeit, wie er irgendwas manipulieren kann. Alles, das ganze Leben ist nur ein Kampf. Das ist Ego pur, das ist 3D-Beziehungen, das sind, ja, Täter-Opfer, also kann doch nicht mal Täter-Opfer, also wer ist da Täter? Ja, ach Gott, das ist einfach, aber meinetwegen, sagen wir mal 3D-Beziehung, toxische Beziehung. Es ist crazy, also es ist so krass, wirklich. Also man ist echt so ein bisschen fassungslos, muss ich wirklich sagen so. Also man kann wirklich sehen, was das Ego ist, also was so ein großer Teil also des Egos ist und wie das so funktioniert und dass er auch ständig die anderen braucht. Also es würde alles, deswegen ist es eigentlich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das gut konnte immer, aber eigentlich leicht, so Menschen im Ego so aussteigen zu lassen, wenn man einfach nicht mehr mitspielt, ne? Weil er braucht quasi immer, also um so konkurrieren zu können, brauchst du immer andere Menschen, die mitkonkurrieren, ne? Oder du brauchst immer andere Menschen, die dich feiern, oder du brauchst andere Menschen, die dich ablehnen, oder du brauchst andere Menschen, die du gerade verletzen konntest, die dann auch weinen irgendwie, ne? Also wenn man sich jetzt mal so vorstellen würde, das wird den allen in dieser Villa am Arsch vorbeigehen. Die würden einfach Grenzen ziehen, würden sagen, sorry, was wir hier sehen, ist toxisch und möchten wir einfach keine Energie reingeben und da nicht, weiß ich nicht, dem einfach keine Aufmerksamkeit geben. Er distanziert sich ja sowieso. Ja, sich da nicht provozieren lassen, nicht anträgern lassen. Da wird das komplett ins Leere laufen und das wäre gut für die beiden, glaube ich, weil dann kannst du diese Story, die haben das Ego erzählen will, einfach nicht aufrechterhalten, dass alles ein Kampf ist und alle sind dies und das und böse und er projiziert ja die ganze Zeit da auf seine Umwelt und es ist einfach unglaublich, es ist einfach unglaublich, aber ja, vielleicht ist es auch hilfreich, das mal zu sehen, aber ich weiß auch nicht, ob was man auch sehen kann, dass manche Menschen, das denke ich auch oft so bei toxischen Beziehungen, also einfach gar nicht drüber nachdenken, wie das nach außen wirkt, also da wird irgendwas gemacht. Und ja, und man denkt überhaupt nicht nach, dass die ganze Zeit gefilmt wird oder wie das wo ankommt. Wahrscheinlich, wenn man sich da nicht reinversetzen kann. Ich weiß nicht. Naja, was ich schade finde, Achtung, Spoiler-Alarm, dass trotzdem die Jana und ihr Freund da rausfliegen. Das fand ich auch so ein bisschen, finde ich auch schade. Ich meine, ich verstehe schon, dass die da Drama brauchen, aber ich fand auch, dass es irgendwie auch so ein bisschen inszeniert war, dass sie dann auch rausfliegen und ja, der Mike drin bleibt. Ich verstehe auch die anderen Leute da nicht. Ich meine, die sehen das doch. Wieso können sie den nicht einfach rauswählen und Leute, die sich da ums Gruppenklima bemühen, einfach drin lassen? Also ich kann das nicht begreifen, aber
Das ist eben, dass sich auch viele Menschen vielleicht auch aus Angst manchmal eben solidarisieren mit Menschen, die so fucking aggressiv sind. Und ja, und dann ist ja noch, also Maike, so eine Klappe und dann, weiß ich nicht, ja, das macht er einfach bei, was weiß ich, dann steige ich da nicht, ist ja jetzt nicht schlimm, aber dann hat er Höhenangst, dann steige ich da nicht aus diesem Auto aus, dann macht er dies nicht, macht er das nicht. Also es ist wirklich, seine Frau muss ja auch diese Challenges immer machen, ne? Also weitgehend. Das einzige Spiel, was sie gewonnen haben, da musste die Frau in ihm Schubkarre durch die Gegend schieben und gut, dann hat er dann diese Goldmedaille gefunden, okay. Aber es ist einfach verrückt, ne? Also wie diese, das ist auch so wie so ein Symbol, diese Frau, dass die ganze Zeit diese Beziehung trägt und also es ist einfach so abstrus, aber ist so dieser Frust, die haben wir, glaube ich, auch viele im Leben, dass man denkt, so das Leben wird das dann mehr sanktionieren, die würden dann rausfliegen, weil sie so sind, aber so ist das Leben halt nicht. Das Leben ist neutral und ist manchmal schwer zu ertragen. Aber gut, aber Jana Palaske, muss ich wirklich sagen, finde ich wirklich gut. Also ich meine, klar, ja, wir alle haben so ein bisschen Ego, aber es kam, also finde, es hat sich nochmal sehr gelegt und man sieht, dass sie wirklich das auch so meint, ne? Und ich finde sie auch, also sie ist irgendwie, kommt da manchmal so komisch rüber, aber ich finde sie null manipulativ oder sowas und das aller Ehren wert, was sie da macht. Und ja, also und das ist halt immer so, dass Leute verlacht werden oft, die sich um oder dann rausgewählt werden, die sich um Frieden bemühen. Also es ist einfach crazy. Aber gut, ist einfach crazy und ja, also ich, schwer nachvollziehbar alles. Also das hat mich richtig abgefuckt. Aber gut, was willst du machen? Ja, viel mehr kann man jetzt auch gar nicht zu sagen. Ich meine, wenn ihr euch die Spiele, schaut mal vorbei, gibt's auf TV Now und RTL. Hab mit dir nichts zu tun, so, aber es, ich weiß nicht, wenn man sich, ich sag mal interessant, das zu beobachten, finde ich so. Und wie gesagt, man muss auch immer ein bisschen abziehen, dass das muss man einfach fairerweise immer wieder sagen, dass das für jeden Menschen extrem anträgernd ist, mit seinem Partner im engen, äußerst ungemütlichen Haus zu sein, wo man sich die ganze Zeit gegenseitig rauswählt, das ist einfach für die Psyche absolut Horror irgendwie und ich meine, das ist ja auch so gewollt und dass das jetzt nicht unbedingt die besten Seiten in Menschen hervorbringt. Muss man auch mal sagen, ja, wird sicherlich, wenn man könnte jedem von dem, die da sind, auch Mike und so, wird bestimmt andere Seiten zeigen. Aber gut, ich will das jetzt auch nicht schönreden. Ich finde auch, man sollte Menschen ja, für sich persönlich einschätzen, eher nach ihren schlechten Seiten, was Beziehungen angeht zumindest, weil die einfach auf die Dauer immer wichtiger werden, die schlechten Seiten, und die guten leider häufig weniger wichtig werden, je länger man in einer Beziehung ist. Insofern, ja, whatever. Ja, schön. Freue mich über Likes und Kanalabos oder auch Kanalmitgliedschaften wäre mal wieder nice. Wenn du sagst irgendwie, boah, Hemschi haut hier wirklich hunderte Videos raus umsonst und ich will da mal irgendwas zurückgeben, wäre echt nice. Ich meine, klar, wenn du Kurse kaufst, dann gibst du natürlich sowieso was zurück, aber ansonsten freue ich mich auch über eine Kanalmitgliedschaft hier und wir werden es bald